Wer sich nicht gegen Corona impfen lassen will, muss im spanischen Galizien eine hohe Strafe zahlen. Während in Österreich eine Impfpflicht derzeit kein Thema ist, prescht jetzt die spanische Region Galizien vor. Wie Regionalpräsident Alberto Núñez Feijóo schon am Dienstag bekannt gibt, sollen die Corona-Impfungen für die 2,7 Millionen Einwohner der Region verpflichtend sein. Ein entsprechender Antrag wurde im Regionalparlament angenommen. Galizien plant dabei hohe Strafen für Impfverweigerer. Wird der Verstoß als geringfügiges Vergehen eingestuft, wird eine Strafe von 1.000 bis 3.000 Euro fällig. Handelt es sich aber um ein Risiko oder einen ernsthaften Schaden für die Gesundheit der Bevölkerung, dann sind Strafen von 3.000 bis 60.000 Euro geplant. Nicht ganz geklärt ist bisher, wann ein Verstoß als schwerwiegender eingestuft wird. In Spanien selbst gibt es keine Impfpflicht. Die Regierung in Madrid hat aber beschlossen, eine Liste mit Impfverweigerern führen zu wollen.